Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Ein kleines, eine kleine Anmerkung. Ich bin jetzt gerade noch im Pausenmenü, weil ich musste den letzten Part mit dieser Dunkelkammer und so, tralala, Dark und musste ich so ein bisschen hinspielen. Und ich habe ein bisschen zu weit vorausgespielt. Also nicht zu viel, sondern genau da, wo ich eigentlich hätte jetzt anfangen sollen. Aber das Problem ist, das Spiel geht da an der Stelle einfach weiter und ich bin jetzt quasi beim Bosskampf. Und ich drücke einfach fortfahren und dann geht's jetzt los. Sie will uns das Kind rauben und mit ihm das Paradies selbst. Ob irdischer Soldat, ob Engel des Himmels, steht nun fest und jagt Aua. die Bestie zurück in den Höllenschlund. Mein Gott, ich hab Gott Hilfe. Ich habe keine. Danke. Ich bin so gut wie tot. Das war klar. Ich komme da gleich zu, warum ich das gerade hier im Privat-Let's Play aufnehme. Muss mich gerade mal so ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, du verstehst das. So, was nehme ich denn? Ich habe. Oh Gott, ich bin so schlecht ausgerüstet. Ja, das war's. Ja, mach doch Fotos. Natürlich, mach doch einfach mal. Ja, mach doch einfach mal Fotos. Natürlich. Mach doch einfach mal Fotos, während du im Kampf bist, du schlauer Hund. Meine Güte. Boah, bist du ein Esel. Wo ist er denn? Bräuchte ein bisschen Munition und solche Klamotten. Ah, da war ein Verbandskasten. Diese dramatische Musik. Ja. Hallo. Ciao, wo will er hin? Wo wollte er hin? Huch, Alter, der war ja schon da oben. Scheiße, ich habe keine. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Aua, lass das! Aua! Aua, hör auf damit! Ich habe keine Muni mehr! Oh Gott, das wird fürchterlich! Hilfe! Oh mein Gott! Nein, du sollst den Bohrer nehmen! Wo ist er hin? Oh, Gott sei Dank! Alter! Alter! Ach so, das war der Endgegner. Ich verstehe. Oh Gott. Freunde, wie soll ich den denn? Mein Controller lässt schon wieder gerade nach. Man hat es gerade gemerkt. Kann ich ein bisschen hier was sammeln, mein Freund? Oh, ich wollte. Eigentlich wollte ich gerade den Verbandskasten nehmen, aber ich dachte mir, okay, dann mal nicht. Kann man mal machen, ja? Drei Nieten, wow. Warte mal. Na. Ich habe gleich keine Munition mehr. Ich weiß auch nicht, wo ich welche herkriegen soll. Okay, jetzt habe ich wieder ein paar Nieten aufgenommen. Könnte mehr. Aua. Ach so, so ist das also, ja? Okay. Du Sau. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ja! Wo ist er? Wo ist er hin? Ich hab keinen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Wir haben ihn fast. Yeah! Nein! Er war an der Decke. Er ist gleich tot. Oh mein Gott. Bin ich froh, dass das Spiel nicht immer von vorne anfängt. Ja. Die Pumpensteuerung sollte sich hinten befinden. Aber eins noch.
Sobald du anfängst, Dionysus Park abzusaugen, bleibt uns nur ein winziges Zeitfenster, um dich dort reinzukriegen. Ich habe nicht mehr viel Luft, aber ich halte durch. Mach dich bereit, bevor du den Schalter umlegst. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Einer weiteren Folge, nicht im Live-Let's Play, nein, sondern im privaten, auch in der Privataufnahme-Session. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich das ja auf Facebook schon so ein bisschen angekündigt hatte oder gesagt hatte. Und zwar, mir ist das so ein bisschen zu viel geworden. Ich habe kaum noch die Zeit für, es klingt falsch, wenn ich das so sage. Mir fehlt eigentlich die Zeit, mehrere Projekte auf YouTube raushauen. Das ist, erstens ist das für mich zu anstrengend, weil ich auch, wie gesagt, nebenbei noch arbeite und so, und das ist ja mein Hobby nur. Und, deswegen habe ich gesagt, ich spiele jetzt erstmal Bioshock durch. Ja, natürlich im Let's Play, nicht jetzt privat, sondern, weil ich habe auch noch, das Problem ist einfach, ich habe wieder so viele neue Spiele schon wieder nicht nur im Hinterkopf, sondern auch liegen, die ich auch gerne im Stream zeigen möchte und auch, vielleicht Let's Playen möchte. Das Problem ist aber dabei, ich schaffe das alles zeitlich gar nicht. Das heißt, ich habe Final Fantasy, das sind alles so zeitaufwendige Projekte, zum Beispiel Final Fantasy, würde ich im Stream gerne zeigen, das neue, habe ich mir geholt. Ich bin ja kein Final Fantasy Fan und auch, wer ist mein erstes Final Fantasy, aber ich finde es ganz geil, ich habe es kurz angespielt. Dishonored würde ich gerne privat weiterspielen. Komme ich gar nicht zu, weil ich, wie gesagt, die Projekte Bioshock The Order noch am Laufen habe. Und, deswegen möchte ich da gerne ein bisschen, bisschen schauen, dass ich das so ein bisschen geregelt kriege, weil mehr wie ein Let's Play, glaube ich, kriege ich nicht hin. Und ich möchte die Let's Play Live Show, glaube ich, nicht so beengen mit nur Let's Plays, weil dann bist du nämlich nur dran, zum Beispiel jetzt Bioshock, wir würden nur Bioshock spielen, immer am Wochenende und The Order. Und ich möchte auch in der Let's Play Live Show natürlich auch neue Spiele zeigen. Dann ist zum Beispiel jetzt das neue The Crew Update gekommen. Ich spiele ja sehr gerne The Crew, wie ihr wisst. Das würde ich auch gerne spielen. So, du hast in diesem Level kein Little Sisters ausgebeutet oder gerettet. Du brauchst Eltern, um stärker zu werden. Ja, können wir machen. Da sind so viele Sachen, also, wie gesagt, dann kommt jetzt noch The Last Guardian, habe ich schon vorgestellt, kommt auch noch. Und ich würde gerne Watch Dogs 2 spielen. Ich weiß gar nicht, wann ich spielen möchte, wann ich das alles spielen soll. Das sind alles so zeitaufwendige Projekte. Zum Beispiel hatte ich mir ja auch, nicht lachen, den Landwirtschaftssimulator geholt. Und, ich komme da gar nicht zu. Wir glauben an die Tochter des Lamms, geheiligte Retterin, gesalbtes Medium. Deren Blut mit unserem Blute, deren Geist mit unserem Geiste, deren Leben mit unserem Leben uns aus der Tiefe erhebt, niedere Versuchung überwindet und erlöset uns alle von dem Ego. Wir verschreiben uns dem Neuen und Unbekannten, getragen von unserer gemeinsamen Kraft und geführt von dem Lamm. So, Waffenupgrades. Oh, sehr schön. Schaden. Rückstoß. Höher Schaden für die Schrotflinte. Komm. Machen wir das mal. Guck mal, hätten wir auch direkt übersehen. Die ganzen Klamotten hier. Und ich glaube, ich werde mich dann auch erstmal darauf spezialisieren, nicht immer jeweils sofort neue Spiele zu holen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sondern erstmal die Spiele erstmal durchzuspielen. Und ich möchte mir ja auch. Ich sag mal, ich möchte mir ja auch die Zeit nehmen für die Spiele. Ich will ja nicht nur jetzt hier so zack, zack, zack eben schnell durch, sondern ich will das ja auch genießen. Das sind ja auch, wie gesagt, man zahlt ja auch 60 Euro und dann liegt das im Schrank und da habe ich keine Lust drauf. Also, wie gesagt, wenn, dann möchte ich es so genießen. So, Safe hacken. Ich probiere aus, ob es klappt. Bin mir nicht ganz sicher. Sehr schön. Wunderbar. Und wir müssen die Little Sisters noch holen. Aber das Ganze kann ich nicht aufheben, weil wir voll sind. Mein Gott. Sag ich dir nicht, wo ich hin will. Oh, ein Turmband und eine Kiste. Oh. Andrew Ryan ließ uns verwirrt und alleine zurück in den Trümmern von gestern. Aber Sophia Lamb zeigt uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir zusammen sind, eine Familie. Wenn ihr also einen Menschen seht, der auf Knien ist,
Dann erkennt, dass er euer Bruder ist und helft ihm auf. Sophia Lam lehrt uns, das, was allgemein ist, ist gut. Das, was nicht mehr teilbar ist, ist richtig. Sie führt uns alle zu dem Unteilbaren, entlang einem Fluss von Adam. Raptures Tochter Eleanor wird unser Medium sein. In ihr werden wir wiedergeboren. Wir sind nie allein. Genau, natürlich ist klar. Ich dachte, man könnte ihn reparieren, den Roboter, aber anscheinend ist es nicht so. So, ich hoffe, wir finden mal ein paar Little Sister, brauchen wir definitiv. Wir müssen ja stärker werden. Oh, was ist denn? Kommen wir da nicht rein? Warum? Ach so. Ah, oh, und da liegt Munition. Wie kommt man denn da rein, bitte? Wie kommt man denn bitte da rein? Das würde ich gerne mal wissen. Und vor allem von wo kam? Hier geht's auch nicht weiter. Cool. Nee, und ich glaube, wir haben unseren eigenen Roboter, glaube ich, gerade gekillt. Ist mir auch gerade egal. Wenn er vor uns fliegt, nicht mein Problem. So, hier lief eine Little Sister rum, das weiß ich. Big Daddy. Nee, und wie gesagt, deswegen möchte ich mich gerne erstmal darauf spezialisieren, immer jeweils nur einen großen Titel dann auch zu Let's Playen. So wie Homefront war ja auch immer sehr lange. Oh nein, es kommt doch noch so ein dicker, hey, ernsthaft. Dich werde ich zurecht. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Ah, mit der Flinte geht das ganz gut mit dem Schaden. Da geht das jetzt einigermaßen. Finde ich ganz cool. Kann ich... Doch, geht. So. Nee, und das finde ich dann irgendwie, weiß nicht, entspannter ist, wie man sich da jetzt... Haben wir das Tonband schon gehört? Andrew Ryan ließ uns verwirrt und alleine zurück in den Trümmern von gestern. Aber Sophia Lamp zeigt uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir zusammen sind, eine Familie. Wenn ihr also einen Menschen seht, der auf Knien ist, dann erkennt, dass er euer Bruder ist und helft ihm auf. Sophia Lamp lehrt uns, das, was allgemein ist, ist gut. Das, was nicht mehr teilbar ist, ist richtig. Sie führt uns alle zu dem Unteilbaren, entlang einem Fluss von Adam. Raptures Tochter Eleanor wird unser Medium sein. In ihr werden wir wiedergeboren. Ich glaube, das mache ich mal hier, die neue Verbesserung. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Und zwar, stecke mehrere Gegner auf einmal in Brand, halte L2 gedrückt, um eine explosive Feuerbombe aufzuladen. Yeah! Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Badaboom. Mächtiger Badaboom. Cool. So, und dann würde ich gerne... haben wir zwar nicht mehr so viel, deswegen müssen wir Eve sammeln. Können wir nämlich gleich immer noch dran gehen. Vielleicht ein paar Slots noch freischalten. Oder vielleicht Gesundheits-Upgrade. Komm, Gesundheits-Upgrade, komm. Und Eve-Upgrade. Komm. Da brauchen wir nämlich auch. Ich höre schon Big Daddy. Big Daddy in the house, baby. Wo ist... Ah, da, Big Daddy. Oh Gott, und das... Alter, was? Aua! Okay, ich muss nach oben. Ich muss an Big Daddy vorbei. Aber ich muss ihn auch besiegen. Nächstes Mal... Die Frage ist, mit was? Und wir haben nicht mehr so viel. Er läuft einfach durch. Natürlich. Und das bringt überhaupt nichts bei dem. Das ist natürlich auch geil. Okay, das juckt den einfach mal gar nicht. Alter, wieso schießt er auf mich? Willst du mich verarschen? Was war... Natürlich! Was? Ah!
Oh Gott. Das ist gar nicht gut, was ich hier mache. Warte mal eben. Telekinese. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Alter, ich sehe gar nichts. Bringt das überhaupt was bei dem? Ich bin mir nicht sicher. Hypnotisieren, warte mal, geht das? Brennsau! Brennsau! Ja! Oh, Gott sei Dank. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich brauch deinen Adam! Ja! Yeah! Da haben wir es jetzt schon. Oh mein Gott. Da ist der Wurm! Aua! Hör auf! Vollidiot. So, jetzt haben wir natürlich ordentlich hier verballert alles, ne? Aber egal. Wie nutzen wir eigentlich dieses Mini-Geschütz? Waffe auswählen, E-Spritz benutzen. Wie nutze ich denn das Mini-Geschütz? Ist das irgendwo... Ach, hier! Ach, ist ja geil. Das muss ich mal ausprobieren. Entschuldigung, wenn ich mich so ein bisschen räuspern muss. Was? Ach, da oben. Wo ist er denn? Guck mal hier. Das ist ja geil. Kann man die wieder aufnehmen? Nee, leider nicht. Schade. Aber das ist super. Bei mehreren Gegnermengen ist das natürlich von Vorteil. So, hier die Fallen. Die nehme ich wieder auf. So. Oh, nee, ernsthaft? Hasta la vista, Baby. Bisschen Brot essen. Wir können wieder ein paar E-Spritzen gut gebrauchen, das wäre ganz nice. Aber das Geile ist ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich zurücklaufen, haben wir natürlich die Möglichkeit, alles andere wieder neu auszubeuten. Das heißt, wir werden wieder ordentlich hier was zum Sammeln bekommen. Schrotflinte nehme ich einmal mit, ja, vielleicht panzerbrechend mal für das MG. Dann haben wir es mal. Weil wir müssen ja sowieso wieder gegen Big Daddy kämpfen. So, hier kommen wir nicht zurück. Ich glaube, wir kamen von oben. Mehr kann das sein. Eine Harpunenpistole. Ne. Ah ja, von hier kamen wir ja. Stimmt ja. So. Hier war das übrigens... Entschuldigung. Mein Gott, was ist los? Ich glaube, ich muss gleich nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Hier war das übrigens gewesen, wo ich nochmal kämpfen musste. Wo ich nochmal hinspielen musste. Ja. Weil das Spiel irgendwie dort nicht gespeichert hatte, wo ich letztes Mal ausgemacht habe. Aber trotz alledem soll das uns nicht dran hindern, dass ich hier nochmal gewesen bin und dass ich jetzt nochmal zurückgehe. Entschuldigung. Ich glaube, hier war auch ein Big Daddy. Ja, ich höre ihn schon. Schön wäre natürlich, wenn die... Wenn Big Daddy uns die abnehmen würde. Weil wir haben nämlich nur noch dreimal einen Verbandskasten und keine Eve-Spritze. Das könnte gefährlich werden. Vielleicht schaue ich mich erstmal noch ein bisschen um. Soll ich es wirklich riskieren? Ach komm, ich mach's mal. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Kann das sein? Das bringt doch auch nichts. Der nimmt doch auch gar keinen Schaden dadurch. Warte mal. Das, was du kannst, das kann ich schon lange. Machen alle! Warte mal. Na, Alter, was soll das? Ich hab kein... Oh, 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 oh.
Ich hatte kein... Oh Gott, ich hatte kein Eve mehr. Ist mir gerade aufgefallen. Mist, jetzt müssen wir nach oben. Scheiße. Ich hatte gerade keinen Eve mehr, Mist. Das ist jetzt erst aufgefallen. Ich hatte noch vorhin noch gesagt, ja, wir haben keine Eve-Spritze mehr. Und jetzt, ey. Aber es ging relativ gut mit dem Panzerbrechenden und den Mini-MGs. Er ist schon ganz geil. So, ich beute sie... Doch, ich beute sie aus. Ja! Ja! So. Ich brauche dein Eve. Weil ich weiß, wie schwer das Spiel werden kann. Da ist wieder der Wurm. So, kann ich die... Schade, ich kann die leider nicht wieder aufnehmen. Ich würde die so gerne wieder aufnehmen. Die sind so cool. Und wir brauchen definitiv Eve-Spritzen. Eve-Spritzen und, So, Wiedersehen. Mist. Wenn wir jetzt Eve hätten, hätte ich den Abgefackelten dann mit dem Schrotgewehr angegeben. Das funktioniert ganz gut. Also erst flambieren, dann Schrot. Ja toll, hier können wir leider nicht das Eis zum Schmelzen bringen. Das Eis zum Schmelzen. Boah, Leute, oh. Was war denn hier Schönes? Dollaris, noch mehr Dollaris und Heimwerker. Wenn deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas Eve in Topform bringen. Repariere und benenne, was dir freundliche gesinnte Bots und Geschütze, indem du mit ihnen interagierst. Das klingt lustig. Was haben wir hier? Das machen wir mal. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Ich hoffe ja. Ja, Mr. Tonband. Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau Alter. Wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück.